Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Snow. Und mit dabei ist immer noch der Nobbyfuchs. Hallo. Wir sind unterwegs. Wir müssen hier, was müssen wir abliefern? Ersatzteile. Fahrzeugersatzteile, genau. Und ich bin schon in meinem Truck an der Farm. Du bist schon an der Farm? Ich bin schon an der Farm, also ich bin vor der Farm. Ja. Jetzt kommt wieder die Matschekacke hier. Matschekacke. Mitsche, Matsche. Friese, Pratsche. Krieg einen an der Klatsche. Das sowieso. Das weiß ich, das ist die Voraussetzung. Aber ohne den fetten Anhänger, den ich da dran habe, komme ich hier auch easy durch. Sag mal. Wow. So, ich bin auf der Farm. Ich bin am Driften. Hier noch eine Quest, kann man die noch annehmen? Aber anzeigen. Von den Neustarten, okay. Die habe ich schon wieder angenommen. Okay. Muss ich mal eben gucken. Mal eben Waypoints setzen. Da oben wollen wir hin. Na komm. Oh, ein bisschen. Bisschen nasse Füße. Hör dich doch schon. Eis. Hier Matsch drin. Da steht er noch. Oh. Ja, ich habe mir gerade Punkte gesetzt. Jetzt geht's weiter. So ist richtig. Jupp. Der Jupp. Der Jupp. Der Jupp ist on fire. Na komm. Hui. Hui. Oh, warte. Oh, oh. Wenn ich hier mal kein Gas mehr gibt, bin ich Platte. Was? Wenn du da mal keinen Gas gegeben hättest gerade, dann wäre ich aber platt gewesen, wenn du rückwärts gerollt wärst. Ja, da musst du kurz runterschalten. Ja, ich muss hier rechts hoch. Was, du musst rechts hoch? Ja, ich will die Quest oben annehmen. Achso, da. Der alte Bill, ja, okay. Der alte Bill. Der alte Bill. Was will der Bill? Der Vogel da will, der kann ja auch gucken. Der will bestimmt mal einen Schmackofatz. Marco Fatzbell. Ist er bekannt für. Nennen den alle hier. Naja, nennen alle Schmacko Fatzbell. Ja, hinter Schmacko Fatzbell. Willschmel. Willschmel Schmacko Fatzbell. Nennen sie noch einmal. Steht auch so auf seinem Klingeldorf. Kai Uwe. Kai Uwe Schmacko Fatzbell. Ach, hier muss man dann rechts. Ah. Ah, da. Schön dunkel hier. Oh, bist du auch zu Hause? Alter, wie kommt denn Billy hin? Als ob hier oben Abfalleimer sind. Als ob hier oben sind halt Abfalleimer. Als ob hier irgendwann mal, so weiß ich nicht, einer vorbeikommt und macht die Mülltonne hier. Ja, der Parkranger. Alte Bill wurde aktiviert. Alte Bill wurde aktiviert. Bill! Na, hab deine Quest angenommen. Der Hund, Bill. Meinen aber nicht. Naja, aber hier beim Bill. Der liegt hier auf der Rückbank und pennt. Auf der Rückbank. Wo geht's denn hier lang? Alter, hier ist aber auch stockdunkel. Der Billy. Smitty Bourbon Jagger mit Mac Jensen. Pit? Ja? Er war die Nummer 1. er war die Nummer 1. Na klar. Jetzt komm schon.
Bin ich jetzt hier angekommen? Das ist aber ein Weg hier. Gibt es eigentlich eine Geschichte zu dem Spiel? Moment, das ist keine Ahnung. Wieso? Das ist einfach nur die feindlichen Staaten. Der feindlichen Staaten, hier ist jetzt nie was los. Wir sind die Einzigen, die auf der Straße unterwegs sind. Das ist das Corona-Spiel. Keiner darf raus, nur wir dürfen draußen rumfahren. Und alles machen. Richtig. Wir sind halt auch lebenswichtig. Das ist richtig. Wie zum Beispiel, dass wir irgendwie einen Anhänger einfach auf irgendeine Insel bringen. Ja, vielleicht leben da Einheimische, die dringend. Wo unter der Erde? Mit Impfstoff versorgt werden müssen. Ja, wo wohnen sie denn? Ja, die haben halt, das sind Nomaden, die sind halt unterwegs und die kommen da irgendwann in ein paar Tagen an, aber da sollte der Anhänger schon parat stehen. Normal, ja, voll normal. Voll normal. Nee, voll nicht normal, Nomaden. Ach so. Voll normale. Voll Nomaden. Oh, da kommst du von hinten. Ja, bin ich bekannt für so. Jetzt. Ich stecke nicht ganz rein. Okay. Oh, da war ein bisschen knapp. Ich habe ein bisschen Abstand. Ich bin hier ein bisschen am Akkern. Mhm, ich merke schon. Du bist sogar schon richtig am Flügen. Ja. Du musst auch gerade schon den Baum zur Hilfe nehmen. Den Baum? Ach so. Die Bäume, die stillen Helfer. Ja. Kurz ein bisschen schief gezogen. Was? In einem Baum habe ich kurz ein bisschen schief gezogen. Naja, das macht ihm nichts. Ach du Scheiße, da sind wir denn hier schon wieder gelandet. Also mein Weg da durch die Pampa fand ich cooler. Deswegen bin ich so langsam, ich habe den Lastengang noch drin. Kann ich auch noch ziehen? Ja. Okay. Bin aus dem Loch wieder raus. Aus dem Seelischen? Und körperlich. Alles gut. Komm noch wie. Wie ist denn bereit? Ich bin gerade richtig unterwegs hier gerade. Oh. Ja, vielleicht machst du wieder Pratschen, dann liege ich wieder da. Jetzt muss ich aufpassen. Nobby, pass auf. Bremsen. Nobby, musst du echt aufpassen. Boah. Nobby, hier gebe ich ja schon fast um. Ja, ich weiß. Willst du vielleicht dran machen? Ich schaff das. Nobby. Trau dir nicht so viel zu. Wo hänge ich denn hier? Hab ich Lehrer damals auch schon gefragt. So. Bobby, komm. Mama. Es ist genau wie eben. Ich hänge wieder wie letztes Mal. Ich hänge wieder an irgendeinem Ast fest. ist ein Vogel im Nest drin, der hält das fest. Warte, halt. Oh, jetzt hat mir erst mich losgelassen, siehst du? Ja. Oh. Ja, lügt doch. Na ja, kein Problem. Winterlager. Oh. Kannst du aber hier? Das würde ich nicht tun. Was denn? Läuft alles gut. Was soll das mit dem Loch da raus? Ja. Alles easy. Alles mit Hallo. Na klar, Nobby. Sie. So, Sie. Müssen die Stahlträger irgendwo hin? Das wird noch interessant. So, Fracht verwalten. Warum kann ich die Fracht nicht verladen? Hast du Fahrzeugersatzteile draufgepackt? Ja. Fahrzeugersatzteile. Oder habe ich was anderes geladen hier? Warte mal.
Irgendwann. Kann ich ja meine Fracht angucken. Uff, scheiß Frage. V, keine Ahnung. Fracht haben Bergen, ich hab keine Ahnung. Hä, hey, was hab ich denn hier drauf? Was hast du denn drauf geladen? Nobby. Ja, was hab ich? Ich hab doch Fahrzeugersatzteile da drauf geladen. Ich weiß es nicht, weil ich dabei. Zumindest kann man hier auftanken. Oh, nee, warte. Hä? Hab ich was? Was? Ich kann's auf jeden Fall nicht abladen, also. Soll ich mal gucken? Aber ja. Wie ging's denn letztens auch irgendwie? Guck mal, warte. Werkstatt. Jo. Ja, du hast keine Fahrzeugersatzteile drauf. Du hast irgendwas drauf. Hä? Oder? Das waren doch Ersatzteile, ich schwöre es. Ja, waren es Ersatzteile oder waren es Fahrzeugersatzteile? Ich glaube, da gibt es auch noch einen Unterschied. Ach so. Aber so. Ich meine, es waren Ersatzteile. Oben links sieht man, was du geladen hast, aber ich kenne das Symbol halt nicht. Da ist ein Schraubenschlüssel drauf und unten so ein Brett oder irgendwie sowas. Ich weiß halt nicht, was das Symbol bedeutet. Das sind wahrscheinlich Ersatzteile und keine Fahrzeugersatzteile, weil die Fahrzeugersatzteile sind ein Reifen mit Brett drunter. Ach so. Ja, dann, ja, dann kannst du die löschen. Ja gut, warte. Lass mal zurückfahren. Fracht entfernen. Scheiße. Warte, ich wechsle mal wieder. Reparieren, verwechseln. Ja. Gibt's hier irgendeine Aufgabe mit den Stahlträgern, die hier links stehen? Ist momentan noch nicht. Glaube ich zumindest. Stahlträger. Wie eine alte Bühne. Fahrzeugersatzteile. Na klar. Ja, dann lass uns zurückfahren, dann nehmen wir noch mehr mit und dann. Ja, würde ich auch sagen, dann nehmen wir nochmal Fahrzeugersatzteile mit. Ja, dreimal quasi. Einmal will der haben. Er will einmal. Nimm ich mal hier raus. Lieferung an. Und dann? Okay, was? Achso. Ah, komm. Oh, wie tief der hier in der Scheiße steckt, ey. Ja, und mit dem Auto erstmal. Ja. So, also fahren wir da zurück. Ja gut. Ja gut. Nobby. Das hat nicht geklappt. Ja, ist egal, dann machen wir direkt hier direkt die Quest für Billy Bob hier mit. Ja. Lieber Fountain. Ja. Müssen wir denn da lang hier links hoch, ja, ne? Ja, ich markiere gerade mal den Weg. Dann fahren. Bin ich schon wieder fest. Komm. Im Funk wird nicht geredet. Funk gegessen. Im Funk wird nicht geredet. Ich will hinten dran. Mama. Jetzt. Eine fiese Ecke hier. Nomi, ich habe gerade noch Weihnachtssüßigkeiten hier zwischen Sitz gefunden. Bah. Der war noch gut. Die sind noch von Klaus, hör auf. Wisst ihr nicht. Warte, die kamen mir nur ein Stückchen entgegen. Nicht so wie letztes Mal die Dominosteine. Ja,
Wenn ich die Dominosteine setze, essen sie noch abartig. Was? Ja, hast mich verstanden. Ne, hab ich nicht. Was ist abartig? Du hast. Die Leute, die Dominosteine essen, sind abartig. Nobby. Ja, genau dich meine ich. Nobby, was ist falsch mit dir? Ich hab gar keine Dominosteine dieses Jahr gehabt. Das ist das Schlimme, Mann. Gar kein, ne? Nee. Oh, Dominosteine muss ich mal haben. Es gibt immer so eine St. Martins-Verlosung. Die ist ja natürlich nicht hier ansonsten, ne? Warte, ich muss mal loten. Ja. Da habe ich mal so ein Riesenteil Dominosteine gewonnen. Boah. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Nicht. Geil. Wieso magst du das nicht? Ich finde die einfach eklig. Das ist alles, was so mit Gelee ist, auch so Softcakes. Oder so Gelee-Bananen. Bah, hör auf, Alter, ekelhaft. Du bist ein Unmensch. Was denn? Bist du ein Unmensch? Nobby, was bist du denn so? Gleich sagst du mir, dass du noch Pizza mit Ananas isst und dann ist ganz vorbei. Komm, hau rein, fahr. Auch nur mit Kokosraspeln. Kokosraspeln? Kokosnussraspeln. Pizza mit Kokosnussraspeln? Ja, keine Ahnung. Ja, aber wieso Pizza Ananas? Geht doch, ist doch lecker. Bah. Magst du den Kokosnuss? Ja. Okay, dann ist gut. Ich hab keine Ahnung. Jetzt komm. Was magst du denn sonst noch nicht? Also was ich gar nicht essen kann, ist Pampi, also Pilze an sich. Oh, ey, boah. Geh weg. Die Champignons auf Pizza? Nee, kann ich auch nicht. Ich kann einfach keine Champignons, also keine Pilze essen. Gar nichts. Keine Champignons, keine Pfifferlinge, keine. Ja, wenn ich da drauf beiße, krieg ich Ekel. Okay. Also. Eine Ananas-Champignon-Pizza ist RIP. Ja, das kannst genau, du auch das sagen, du. Ja, dann denke ich, schmeiß ich direkt wie eine Frisbee aufs Dach. Alles klar, Walter. Die lass ich den Pizzaboten essen, vor meinen Augen. Bis er nicht mehr, bis er stirbt. Und der so, oh du, ich arme Person. Nein. Magst du Ananas? Ah, nee, hier, ist. Mit Champions. Müssen wir hier links rum? Ich glaube schon, ja. Ja. Ja, kannst du weiterfahren. Nee, das kann ich gar nicht. Und so warme Früchte finde ich auch ganz fies irgendwie. Warme Früchte? Ist mir gerade überlegen. Ja, so weiß ich nicht, so ein Curry mit so warmen Früchten. Ananas. Zum Beispiel, das geht gar nicht. Och, kalte Ananas ist okay, aber so warme Ananas, bah, nee. Oder auch so warmer Pfirsich oder sowas. Ekelhaft. Ja, aber nichts mal denn mal warmen Pfirsich, also. Ja, kommt schon mal vor. Kommt mir, ja, gut. Oder warme Birnen oder sowas. Traditionell isst man sowas ja auch mal mit Grünkohl, aber pfff. Also Grünkohl, Hammer. Beste. Grünkohl ist richtig geil. Richtig schön mit Mettwurst. Esse ich alles. Ja. Aber wie gesagt, so, ich bin kein Obsttyp einfach, weiß ich nicht. Das ist geil. Ja, aber ich bin dann Gemüse. Kannst du mir ein bisschen aus dem Ruhm wieder rauskommen, reinschieben? Ja, Gemüse ist auch geil. Aber sonst? Bin auch überlegen. Spargel bin ich kein Fan von, esse ich aber. Ach, Spargel ist geil. Wo ich kein Fan von bin oder so, sind so. Ah, weiß ich nicht. Kirschen. Kirschen, okay. Also. Auch keine Schattenmorellen oder sowas? So angemachte Kirschen? Ja. Ah, weiß ich nicht. Aber ist jetzt nicht, wo ich sag, boah, geil. Ja. Und was überhaupt nicht geht. Aber das ist aber auch so eine Definitionssache. Die gehen nicht generell nicht, sondern in einigen Sachen nicht. Sind zum Beispiel Rosinen. Ah, nee, Rosinen, das stimmt. Rosinen sind auch. Schwierig. Also Trauben sehr gerne, aber Rosinen, puh. Ja, also Rosinen generell so in so Sachen drin. Aber kommt ja auch immer drauf auf die Sachen an. Zum Beispiel, wenn du so einen Apfelkuchen hast, wo da drin ist, wo ich mir so denke, so, warum macht den Apfelkuchen damit kaputt? Apfelkuchen ist doch geil, warum macht er das dann? Hört doch auf, das kaputt zu machen. Ich verstehe. So.
Aber was, geil, was Geiles ist da mit Stuten. Ja, findest du, also kriegst Steuern, findest du auch gut mit Rosinen? Ich glaube schon, weil ich merke den da drin nicht. Also ich sag mal so, weil das ist... Okay, jetzt kommt Christstollen mit Rosinen und diesem Gelee-Zeug. Da ist ja manchmal noch so komische so Gelee-Stückchen drin. Ja, ich bin jetzt kein großer Christstollen-Freund, sag mal so, aber wenn immer da steht, ist, ja... Fuchsrockner-Kram. Ja, deswegen so... So übertriebener Puderzucker wie auf Christstollen finde ich auch nicht geil. Ja, da ist aber auch, weil sie noch eine Tonne übrig hat oder so. Ja, das ist dann, das klebt ihr dann am Gaumen, das finde ich das fies. Generell, wenn jemand am Gaumen klebt, ist fies. Wenn er versucht abzubekommen. Das geht, Weingummi ist okay. Ja, Weingummi ist auch so eklig, wenn er auf einmal so am Gaumen pappt dann so. Also Weingummi ist geil, aber wenn er am Gaumen pappt. Ja. Müssen wir noch einen Anhänger holen jetzt? Wir wollten noch dreimal nehmen, ne? Ja. Wo kriege ich denn jetzt hier einen? Ja, nehmen an. Achso, ja. Aber zurückkommen, ne? Ja. Also was ich gar nicht mag, sind zum Beispiel so, wo du vorhin gesagt hast, mit so warme Sachen, sind zum Beispiel so warme Nachspeisen. Warme Nachspeisen? Sowas wie, weiß ich nicht, warmer Pudding. Oder... Warmer Pudding magst du nicht? Boah, da könnte ich aber im Strahl. Das ist für mich das Geilste. Aber ohne Haut. Ja, natürlich. Ja, aber das ist, meistens ist ja die Haut, die was bei mir aber auch kaputt gemacht hat, damals als Kind oder so. Ja, die Haut habe ich mit Mutter gegessen. Hier, nimm. Ja. Vibe. Ist Haut. Lass mich, gib mir den Rest. Ist aber auch das so. Das finde ich auch wirklich. Die Haut finde ich auch ganz schlimm. Weiß ich nicht, wer Haut vom Pudding ist, da ist aber auch, weiß ich nicht, so Hautreste von sich, die irgendwo abhängen oder so. Hautreste. Ja, das ist so. Das ist nicht schön. Da muss ich ja den dort dran kaufen, oder? Achso, nee, ich kann den auch kaufen, richtig. Ja. Was nehmen wir? Pritschenanhänger reicht ja, ne? Ja. Zwei Teile, ja. Zack. Direkt dran automatisch, ja. Ja. Guck gerade mal. Fahrzeugersatzteile. Oh, kann ich jetzt nicht mehr so weit einlenken, weil der jetzt mich blockiert da hinten, oder? Guck mal, wie ich den schieben kann. Das wäre es ein Fahrzeug. Warte. Der Wendekreis ist jetzt ein bisschen enger geworden, weil der so lang ist. Kennt man. Achso, du willst da rumfahren. Ich wollte extra einen Platz machen. Das ist erstmal 19 Motorschaden gekriegt. Na geil. Nee, aber was. Komm noch in die Kurve. Was? Ja? Nee, aber was. Was überhaupt so nicht ist, ist so, weiß ich nicht, so was wie sowieso Germknödel oder sowas. Germknödel mit Vanillesoße ist geil. Boah, das finde ich mega geil. Echt nicht auf so warmer Schokokuchen oder sowas mit flüssigen Kern? Ja, doch, das geht. Doch, das ist gut, das ist gut. Ja, aber sowas Flüssiges, was weiß ich, oder so dicken Reis oder Milchreis oder. Okay. Na ja, gut, das finde ich geil. Nee, dann weiß ich nicht, dann denke ich mir, nee, dann esse ich lieber nichts. Ja, aber sonst ist ja nicht an die an. Okay, das sind Ersatzteile. Das sind Fahrzeugersatzteile. Ja. So. Dann laden wir noch einmal auf den Anhänger, ne? Mhm. Fahrzeugersatzteile, ist das richtig? Warte, ich guck mal nach. Ja. Gut. Einmal, ja? Mhm. Alles klar. Auf geht's. Mhm. Mein Wendekreis ist echt für den Arsch jetzt, guck mal. Ich war hier hinten raus, der Schlag komplett ein. Was ist denn, wenn wir den so jetzt in die Halle fahren? Kommt der dann so wieder mit den Teilen wieder raus, also in der Werkstatt? Oh. Lauf mal, warum? Durch den Volltank? Ja, dann. Ja, hab ich gedacht. Ja, kann man auch machen. Mal ausprobieren, ist ja nicht weit. Nö. Was ist jetzt? Was hast du gemacht? Ich bin irgendwo gegen gefahren, hab 7 Motorschaden bekommen. Ich bin gegen dich gefahren, hab 16 Motorschaden bekommen oder so.
Ich habe gerade mal ganz kurz nach rechts geguckt, wie lange die Aufnahme läuft. Deswegen ist einfach so stumpf, dass ich mal gegenfahre. So, in die Werkstatt. So, gut. So, bin drin. Uli! Achso, ich auch. Mensch. Da du hier bist. Da du hier bist. Anhänger. Oh. Anhänger löschen, lösen. Wo hast du denn den Truck her, den wir jetzt da haben gerade eigentlich? Den hatte ich, glaube ich, mal irgendwann als DLC einfach da rumstehen gehabt. Da stand er einfach so, da ist er. Viel Spaß. Ich so, hä? Okay. Ich habe irgendwann in ein Spiel eingeloggt und da stand er da. Also, ich gehe mal davon aus, er wird von irgendeinem DLC sein. Ja. So. Ich hätte mal kurz ein bisschen nach vorne gefahren. Also warte, ich mach mal Motor aus. Bart wechseln. Ja. Jawohl. Anhänger abholen. Hui. So, wie kriegst du dran? Na ja, klar. So, oh, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Schön. Hilfe. Hilfe, Schmilfe. Ich bin auch gefahrener Langerhochfahrer. Langerhochfahrer. Ja, ich weiß noch damals, als du die Plakette bekommen hast. Ja. Oh, ey, wat? Vom Bürgermeister von Langerhohe. Ja. 1987, ey. Damals. Damals. Junge, 87, ich hab mich noch mit Papa über die Ecke gesprungen, ne? Ja. Mit einem Jahr konnte ich dann auch schon fahren. Oh. Das ist auch ein Papas Beutelchen. Aha. Hast du doch einen Känguru-Familie? Naja. Ich kurz rausgelauert, hab ich gedacht, nee, ich warte mal noch ein bisschen. Ah, warte mal noch ein bisschen. Ja, so wie du. Was machst du da? Was denn? Ich frag nur. Ich habe einen besonderen Praline umgelutscht, die stand hier noch rum. Das waren die mit leckerer Füllung. Ja, lecker Rumpraline. Rumpraline. Also wird es auch nicht so meins, nee. Ne? Ja, so, kommt drauf an. Es gibt so eine Süßigkeiten-Sorte, wo so Alkohol drin ist, die sind geil, das Problem, aber gibt halt nicht so viel. Ja, das stimmt. So, kommst du? Nee. Nee, da willst du nicht hin. Hallo, nicht ruckeln. Ich glaube, das ruckelt, weil ich festhalte. Nee. Beim Game hat manchmal so komische Ruckler. Okay. Boah, mit dem Anhänger ist aber jetzt schwierig, du. Junge, was hängst du hier an der Seite dran? Ich hab einfach hier schnell dran, zack. Kurz ein Stück nach vorne ziehen. Wollte nicht ganz durch die Matsche fahren, ich wollte ein bisschen weiter links halten. Links. Mich nicht die ganze Zeit Wasser fahren muss. Komm schon. Zieht links halt. Ne? Lass mal nicht Trump hören. Ne? So. Du kennst den Weg zu Bill? Klar. Alles klar. Warte, ich markiere auf ihm. Oh, da muss. Oh. Ja, gut, ne? Also, du. Komm mal den Weg wieder zurück, dann kann ich euch den Anhänger unten stehen lassen. Du kannst den Weg zurückfahren, wir können aber auch hinter Bill Haus weiterfahren. Okay, dann fahren wir dahinter weiter. Machen wir eine schöne Runde. Ist nicht ohne, sagen wir mal so. Leicht wird, hat keiner gesagt. Ja, ist richtig. Du sagst mal, ich abbiegen muss, ne? Na klar. Fahr zurück hier rechts rein. Nobby, vor 3 Meter.
Kann sich noch nicht eine Kreuzung davon erinnern. Meine Freundin hat Sonntagabend, wir haben so einen Freundeskreis, mit dem habe ich immer so ein... Hier rechts? Ja. Da haben die immer so ein Weihnachtsfeier gemacht, die ist natürlich diese dann ausgefallen. Mhm. Dann haben die das halt im Videocall gemacht. Mhm. Und dann fragte die eine, ob die die Tage zu Hause sind, also Freunde, ob die zu Hause sind, bla bla. Sagte, ja, ja, aber dann Dienstag. Nee, nicht Dienstag, gestern. Was, gestern? Nee, Montag. Was denn jetzt? gestern. Na, hä? Seid ihr gestern zu Hause? Ja, ja. Ja. Klar. Klar, könnt ihr kommen. So, warte, Junge. Häng ich mal drunter. Na komm. Ja, warte. Ich will weiterfahren. Ja. Zieh den Karren aus dem Dreck. Machen wir doch. Ist ja richtig tief drin hier gerade. Na, glaub mir, da oben ist nicht besser. Ach ja, da. Da, wo Billy wohnt, da wohnt sonst niemand. Da, die Vorderreifen sind raus. Tuff, die Eisenbahn. Er will mit nach Köln fahren. So, mal geht ab hier. Ah, richtig schnell unterwegs. Richtig Stufte. Müssen wir hier rechts rum? Oder links rum? Nee, links natürlich. Rechts ist einfach. Na, weiß ich nicht. Rechts sieht fieser aus. Echt? Bin schon. Stimmt. Echt? Stimmt. Echt? Stimmt. Ja gut, da rechts will auch keiner hin. Und der böse Zwillingsbruder von Billy. Clint. Thorsten. Horst Legert. Nee, das ist jetzt noch Cousin. Ja. Aber jetzt, und wann bringe ich ihn hier fest? Mach mal. Ich hole mal Handbremse an, warte. Oh. Ich baue die Winde mal ab. Hallo? Okay, achso, warte. Ja, warte, ich hab noch eine Last gemacht. Ja, jetzt. Ja, ich brauche gerade drei Monitore, um den scheiß Lastending zu ändern. Also, ja, warte mal. Ich komm hier hoch. Ja, ja, muss jetzt hier nicht. Komm schon. Zieh mich aber nicht um. Nee, ich mach ganz vorsichtig. Lass mal Anhänger stehen. Weiß ich nicht. Willst du stehen lassen? War der teuer? Na, ja, stimmt eigentlich auch. Ja, dann schmeißen wir mal so ein Moped dahin. Guck mal, da ist sogar ein Tannenbaum stehen. Hast du die Quest abgegeben? Ja, wo ist das denn? Vorne ja, oder der zweite? Keine Ahnung, probieren wir raus. Weiß ich nicht. Weiß ich, was da anderes ist. Aufgabe anzeigen. Hä? Hey. Ja, aber hier kann ich nur die Aufgabe anzeigen lassen. Ja, dann lass mir die Aufgabe anzeigen. Moment. Achso, Fracht verwalten, jetzt geht's. Ich musste mir die noch anzeigen lassen. Zack. Oh. Du hast Rang 4 erreicht. Sehr schön. So. Ja. Dann können wir die nächste Aufgabe jetzt abgeben gehen. Deswegen schalte gerne wieder ein und like natürlich nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal zu Snowrunner. Tschüss. Tschüss. Ja, gut.